Ja, hallihallo, ist Christian Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und in Murnau. Heute geht es um das Thema, habe ich selber Fast Forwarding betrieben beim Dating? Stay tuned. So, hallo, 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 ja. Gut, wo lerne ich meinen Partner kennen? Zunächst mal ein allgemeiner Hinweis, du kannst eigentlich nur drei Dinge wirklich falsch machen. Gar nicht vor die Tür gehen, der richtige Partner wird nicht klingeln, wobei ich das mittlerweile, ich habe wirklich mit Leuten gesprochen, die sagen, das ist wirklich jemand vor die Füße gefallen. Also kennt ihr auch, ja? Ja? Wie hast du, was hast du erlebt? Ja. 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 Ja, aber immerhin, das ist natürlich toll, sowas. Ne? Ja. Verzweifelt jemand suchen, du solltest nicht unterschätzen, wie verzweifelt du sein kannst. Nicht wissen, was du suchst. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn du wie die meisten letztlich eine committete Beziehung suchst, verschwendest du Zeit in Affären, Freundschaften mit jemandem, den du daten willst, Freundschaft plus nicht funktionierende Kurzbeziehungen. Ja, das ist wirklich super wichtig. Also, was ich immer allen empfehle, mit denen ich so arbeite, die sagen dann: Ja, ich habe jetzt jemand, es passt nicht so richtig, aber wir haben so ein bisschen Sex. Das ist halt eine schwierige Sache, ne? Dann stehen wieder Bindungshormone. Dann hängt man wieder drin und dann denkt man so, ja, man hängt gar nicht drin und dann muss man irgendwann doch raus und dann tut es doch furchtbar weh auf einmal wieder, also weil man einfach wieder gebunden ist. Männer, ich weiß nicht, wie das bei Frauen ist, viele Männer haben ja zu tun mit diesem, dass sie eine Frau heiß finden und die sagt dann, lass uns Freunde bleiben. Da rate ich auch vehement von ab, weil das, ja, dann muss man sich irgendwann erzählen lassen, wie die halt einen neuen Freund hat und wie das dann ist mit dem und was weiß ich. Und, ja. Und ich empfehle immer da sehr gründlich zu sein. Ich weiß noch, als ich das letzte Mal irgendwie schon ein bisschen her mal, ich glaube, weiß gar nicht, auch über irgendeine Dating mal jemand kennengelernt habe. Das waren echt schöne Dates und dann sagte die, ja, nee, sie wird doch eher Freundschaft suchen. Und da hatten wir uns echt super verstanden. Habe ich gesagt, nee, ich habe genug Freunde, brauche ich nicht. Und die war total beleidigt. Ne? Das war wirklich, das kannst du nicht machen. Du kannst du keine Freundschaft ablehnen und wir verstehen uns auch so gut. Und bist du denn für ein Arsch? Da meine ich, nee, ich finde dich heiß, aber ich keinen Bock drauf. Irgendwie so. Und das ist auch witzigerweise für die Männer manchmal der Punkt, wo die Frau sich das echt nochmal überlegt. Ne? Weil wenn sie denkt, boah, so ein Mann, der so für sich einsteht, na, vielleicht doch ein gutes Date. Grundsätzlich kannst du logischerweise über alle Menschen kennenlernen, wenn du Mut genug hast. Ist auch das berühmte Ansprechen an der Käsetheke eine Möglichkeit, die entsprechende Zielperson bestimmt nicht so schnell vergessen wird. Ja, jetzt gibt es eigentlich eine Sache beim Dating. Also ich glaube, also in der Regel sprechen ja Männer die Frauen an und ich glaube, viele Frauen wünschen sich das ja, dass ein Mann sie irgendwie direkt anspricht irgendwo. Das Problem ist jetzt folgendes: Welche Männer sprechen einen an? Also das ist, das sind nämlich wieder, also die, also es gibt drei Sorten Männer. Es gibt die Profi-Dater. Da reden wir jetzt aber mehr über die narzisstische Fraktion. Also Menschen, die narzisstisch sind, also ich nenne es jetzt mal narzisstisch, wie auch immer, die spüren ja nicht so viel und die denken ja, sie sind die geilsten irgendwie so, ne? Und die haben auch wenig Schmerzempfinden, wenig Scham. Und das sind halt Menschen, denen macht es überhaupt nichts aus. Also wenn die 20 Frauen, Männer hintereinander ansprechen müssen, das leckt die komplett so, ne? Und das ist ein bisschen das Problem, wenn ihr euch jetzt, und dann dadurch, dass sie es so oft machen, können sie es natürlich auch besonders gut so, ne? Und das heißt, wenn euch ein Mann total gekonnt anspricht, und ich habe wirklich viele Frauen gehabt, die haben gesagt, ich weiß gar nicht, ich war eigentlich glücklich in der Beziehung, dann stand er vor der Tür und war so hartnäckig, auch wenn ein Mann so hartnäckig ist, das ist auch kein gutes Zeichen. Also Männer mit echtem Selbstbewusstsein, die sind nicht hartnäckig, die sagen, ich habe Lust, dich zu daten, dann sagt ihr nein, dann sagen sie, alles klar, gucke ich weiter. Aber wenn Männer so hartnäckig sind, das höre ich immer wieder. Also wenn euch Männer so ewig hinterherrennen, nicht das Beste.
Genau, da wollte ich noch was sagen. Ach ja, genau, es gibt drei Sorten Männer. Ja, und dann gibt es eben ja, die totalen Nerds, die nie eine Frau ansprechen würden. Also das sind vielleicht auch 10%. Und dann gibt es 80% Männer, die würden euch gerne ansprechen, wenn der richtige Moment da ist und das nicht so total cold approach ist, dann machen die das auch. Die brauchen halt nur einen kleinen Schubs. So. Und da empfehle ich Frauen halt immer, okay, ruhig mal. Ja, also Männer denken immer, die Frau hat mir gar keine Zeichen gegeben, da denkt ihr vielleicht schon, ich habe ihn auch schon 5-mal angeguckt und was weiß ich. Also einen kleinen Schubs geben, mal richtig angucken, richtig anlächeln und dann sprechen die 80% eigentlich auch an. Das sind eigentlich so die besseren Dates, so, ne? Die nicht so obercool sind und den ganzen Tag nichts anderes machen als ansprechen und so weiter. Ja, ja, und dann ist dieses Mindset halt, also das finde ich mittlerweile immer wichtiger. Also ich glaube wirklich, da nichts passiert aus Zufall so. Und wenn man, also je verzweifelter man eine Beziehung sucht, umso schwieriger wird das wirklich. Ne? Egal wie viele Dates man hat. Es ist irgendwie, als wenn man das abstoßen würde dann. Ne? Und je cooler, lockerer man das ist, das sagen ja auch viele Leute, die in einer Beziehung sind gerade und frisch verliebt sind, die kriegen ja besonders viele Angebote. Warum? Weil sie so locker und cool sind und so einen Vibe aussenden von, ja, es leckt mich alles und keine Ahnung. Und das ist eben irgendwie sexy und interessant so. Deswegen ist manchmal gar nicht so schlecht zu sagen, okay, ich genieße es einfach mal mein Alleinesein, ich versuche damit Frieden zu schließen, ich kämpfe da nicht so gegen an. Ich bin mittlerweile so ein bisschen gegen Online-Dating, muss ich sagen, weil also die Positiv-Sachen, die ich höre, sind die absolute Ausnahme so. Und ich weiß nicht, also ich denke mittlerweile, aber da ich beobachte das noch, das Universum ist der beste Matchmaker. Also wenn es wirklich dran ist für euch, also wer für euch vorbestimmt ist, der wird euch über den Weg laufen, hundertprozentig. So, ne? Und alles dazwischen ist sowieso nur, ja. Mein Kumpel hat mir gestern erzählt, der hat einen Freund, das ist echt eine super Geschichte dazu, der hat getindert, eine Freundin war es, glaube ich, ach, ist auch egal, hat getindert, wollte jemand wegwischen, nach links ist das, glaube ich. Da war eine Fliege auf dem Handy, hat sie versehentlich nach rechts gewischt und den hat sie geheiratet. Ne? Das ist halt das ist wirklich kein Scherz. Wirklich. Ja. Man datet so ein bisschen aneinander vorbei und dann, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe mal so eine größere Studie gelesen, da wurde gesagt, und ich habe es eigentlich auch so empfunden, also insbesondere sowas wie Tinder ist eigentlich ein Frauenmarkt so, ne? Weil ich meine, also ein Mann hat in der Regel, wird sich, also wenn da jetzt, weiß ich nicht, 20 Frauen stehen, wird ein Mann vielleicht sagen, ja, mit 7, 8 würde ich was anfangen, eine Frau dachte aber vielleicht nur mit einem von den 20 so, ne? Und das führt jetzt auf Tinder dazu, keine Ahnung, wie das bei euch ist, aber bei vielen Frauen glaube ich so, dass sie, wenn die gute Fotos haben, ja, dass sie wirklich sehr viele Matches kriegen würden, wenn sie dann auch entsprechend viele Männer liken würden. Also man sagt so, aber ich weiß nicht, ob es stimmt, man sagt so, dass sich 80% der Frauen um die 20 hübschesten Männer rangeln und 80% der Männer um 20% Rest der Frauen. Und das, ja, kann natürlich auch nicht so richtig gut gehen. So, ne? Also ich bin da mittlerweile echt, und dann kommt, muss man auch ja ein super dickes Fell haben. Wer hat mal Online-Dating gemacht von euch? Ja, also kennt ihr ja, schreibt nicht zurück. Bilder von Geschlechtsteilen, weiß ich nicht, anmachen, angepumpt werden. Ja, was gibt's noch? Weiß ich nicht. Also das kann ja, wer hat denn schon mal eine Beziehung gehabt über Tinder oder so? Ja, immerhin, ne? Und war gut, oder? Ja, okay. Ja, du hast okay. Ja.